Astronomen, die sich mit Sternen beschäftigen, haben ein ganz fundamentales Diagramm und das ist das Hertzsprung-Russell-Diagramm, benannt nach Hertzsprung und Russell. In diesem Diagramm kann die Entwicklung von Sternen dargestellt werden und damit gleichzeitig werden auch Sterne klassifiziert. Das Diagramm gibt es in sehr vielen verschiedenen Variationen, da viele Parameter der Sterne, Masse, Durchmesser, Temperatur und so weiter untereinander zusammenhängen. Für uns genügt es natürlich, wenn wir ein bisschen das Grundsätzliche dieses Diagramms kennen. Und dazu nehmen wir diese typische Darstellung. Das hier ist von der ESO eine Darstellung, wo sehr viele Dinge hier mit drin sind. Zunächst mal auf den Achsen ist auf der X-Achse die Temperatur dargestellt und auf der Y-Achse die Helligkeit. Die Helligkeit wird dabei immer normiert auf die Sonne. Beide Achsen sind logarithmisch und die Temperatur nimmt in diese Richtung zu, also Richtung Blau. Denn je heißer etwas wird, desto mehr geht das Ganze ins Bläuliche bei den Sternen. Wie gesagt, die Sonne ist bei einer Helligkeit von 1, das heißt, die Sonne befindet sich genau hier, wo die Helligkeit 1 ist, bei einer Temperatur von vielleicht sowas wie um die 6000 Kelvin hier oder Grad. Es spielt keine große Rolle, die 200 Grad Unterschied. Sterne starten in der Regel hier im unteren Feld vom Hertzsprung-Russell-Diagramm, also ungefähr hier. Bei einer geringen Temperatur und bei einer geringen Helligkeit. Mit der Zeit werden sie dann immer heller und immer heißer und wandern in die Richtung, ich zeichne es mal ein bisschen weiter unten, dass man es besser sieht, in die Richtung nach oben. Diese ganze Reihe hier nennt man deshalb auch Main Sequence. Auf dieser Hauptreihe, der Main Sequence, liegen die meisten Sterne. Also wenn man hier alle Sterne einzeichnen würde, die man bisher untersucht hat, würden auf der Hauptreihe hier, die wäre absolut voll von Sternen. Jetzt können Sterne unterschiedliche Anfangsmassen haben. Es gibt leichte Sterne, schwere Sterne und so weiter. Und je nachdem, was für eine Masse sie haben, wandern sie unterschiedlich weit hier nach oben. Je schwerer sie sind, desto weiter wandern sie nach oben. Und irgendwann auf dieser Wanderung, wie gesagt, abhängig von der Masse, knicken die dann ab und wandern in diese Richtung weiter. Und dabei werden sie zu entweder Superriesen oder zu Riesen. Und in der Region gibt es außerdem auch noch die AGB-Sterne, das sind die Asymptotic Giant Branch Stars. Die sind wichtig, weil wir vielleicht einige der präsolaren Körner, die wir haben, aus diesen Sternen bekommen und sich dort bilden. Am Ende ihrer Lebenszeit, also was passiert in diesen Sternen, es gibt eben das Wasserstoffbrennen im Kern, je nach Größe kann es dann vielleicht noch andere Brennen geben, Heliumbrennen, Sauerstoffbrennen und so weiter. Und dabei werden die ganzen Sterne immer größer. Irgendwann hört es im Inneren auf zu brennen, das Ganze kollabiert. Das passiert dann hier am Ende, dann kollabiert das Ganze und das Ganze wird dann winzig klein, geht hier nach unten und die Sterne werden dann zu weißen Zwergen. Sie werden zu weißen Zwergen, es können auch Neutronensterne werden oder schwarze Löcher, auch wieder abhängig von ihrer initialen Masse. Kleinere Sterne werden zu weißen Zwergen, größere zu Neutronensterne, riesige könnten vielleicht auch ein schwarzes Loch werden. Unsere Sonne wird auch so ein roter Riese werden, also die Sonne wird vielleicht dann irgendwo hier hingehen, wird hier so ein roter Riese werden und rutscht dann hier runter und wird dann zu einem weißen Zwerg am Ende ihres Lebens. Wenn die Sonne zwischendurch so ein roter Riese ist, dann ist die Sonne so groß, dass die Erdbahn innerhalb der Sonne ist. Das passiert so in 4,5 Milliarden Jahre, also wir sind so halb durch. Also spätestens dann haben wir dann gewaltige Klimaerwärmung hier. Aber das in etwa ist die Entwicklung von Sternen, dafür das Hertzsprung-Russell-Diagramm verwendet und diese paar Grundzüge sollte man in etwa davon kennen.